Das ist Uwe Holtgreve, vor einem Tor, durch das kaum jemand freiwillig geht. Es ist das Tor zu einer forensischen Klinik. Holtgreve geht hindurch, ehrenamtlich. Seit 5 Jahren kommt Holtgreve in die Christophorus-Klinik in Münster-Amelsbüren. 54 Patienten sind hier untergebracht. Intelligenzgeminderte Menschen, die schwere Straftaten begangen haben. Der gelernte Koch kommt zu Besuch. Das Konzept für sein Angebot ist einfach. Also wir backen hier oder machen auch mal was Würziges zu essen. Das wird dann hier alles zubereitet und wird dann am folgenden Tag im Patientencafé verkauft, wo eine ganz lockere Atmosphäre herrscht, wo auch mal geflaxt wird. Es gilt eine hohe Sicherheitsstufe. Der Alltag in der Klinik ist streng getaktet. Kontakt haben die Patienten in der Regel nur zu Therapeuten und zum Sicherheitspersonal. Freunde und Verwandte haben sich oft abgewendet. Das gemeinsame Café ist da eine Oase. Ein Raum, in dem es mehr gibt als Kaffee und Kuchen. Es geht um einen kurzen Tapetenwechsel, um Gespräche und Begegnungen, die die Patienten sonst nicht kennen. Holtgreve ist bislang der Einzige, der ein Angebot dieser Art ehrenamtlich organisiert. Also ich mache das hier, um den Menschen, hier werden sie ja Patienten genannt, ein Stück Normalität zurückzugeben. Und die meisten, oder die haben alle eine schwierige Vergangenheit, aber durch so ein Patientencafé haben sie wieder ein Stück Normalität. Für die Mitarbeiter der Klinik ist sein Angebot ein wichtiges Signal, denn sein Einsatz transportiert nach außen ein unbekanntes Bild der Patienten. Dort haben sie keine Lobby. Holtgreve hat innerhalb der Sicherheitszäune andere Erfahrungen gemacht. Das sind keine Monster, das sind ganz normale Menschen wie wir auch. Vor allen Dingen, wenn man die persönlich kennenlernt und ein bisschen weiß, ich weiß zwar nicht alles, was dahinter steckt, hinter der Geschichte, aber das sind ganz normale Menschen wie wir auch. Mich bereichert das, die Freundlichkeit, die wieder zurückkommt und auch die Ehrlichkeit mir gegenüber. Ja. Die sind einfach freundlich, sind froh, dass ich da bin und die sind froh, dass sie was bekommen, was sie innerhalb der Klinik nicht bekommen. Und das ist der Hauptgrund. Uwe Holtgreve wird wiederkommen. Jede Woche 2-mal. Er weiß, dass er hinter dem großen Sicherheitsturm Menschen begegnet, keinen Monstern.